voll eklig. Hallo da, du zwei. Da ist ein Menschlein. Grump haben Hunger. Sag mal, seid ihr die menschenfressende Ogersorte? Hunger! Aber nein, du musst Grump entschuldigen. Er ist sehr emotional, wenn er eine halbe Stunde nichts zu essen hatte. Das erinnert mich an mich. Wer bist du, ihr? Grump! Grump, also wirklich. Mein Name ist Sloth vom Stamme der Blitzfäuste. Das ist mein nichtsnutziger Halbbruder Grump. Ist er ein Halbbruder? Ihr seid Halbbrüder? Ist das nicht ein wenig unmöglich? Durchaus nicht. Die Biologie zweiköpfiger Oger ist sehr komplex. Wie du vielleicht weißt, kann durchaus... Langweilig. Also das ist doch... Schon okay, so genau will ich es wirklich gar nicht wissen. Hört sich irgendwie voll besoffen an. Bist du etwas wie ein Magier? Du bist ein Kampfmagier, oder? Nein, Totschläger. Ich schlage Leute tot. Ich glaube, er meint mich, Grump. In der Tat bin ich ein Kampfmagier. Meine Bescheidenheit verbietet es mir, darauf hinzuweisen, dass ich einer der Besten bin. Aber ich bin einer der Besten. Natürlich wäre ich noch besser, wenn ich mehr studieren könnte, aber... Naja. Naja, schau doch mal hier nach rechts. Das ist ein sehr interessanter Teller. Sehr interessanter Teller dort. Fürchterlich, nicht wahr? All das fette Essen. Aber Grump liebt diesen Fraß. Grump, Hunger! Ich habe es dir 1000 Mal gesagt. Erst wenn ich dieses Buch durch habe, kannst du essen. Hunger jetzt! Wenn ich dich jetzt essen lasse, dann sind wieder deine fettigen Fingerabdrücke auf den Seiten. Heute Nachmittag wird gemacht, was ich bestimme. Grump konnte heute Vormittag bestimmen, aber erst wollte er lange schlafen und dann hatte er plötzlich nicht mehr genug Zeit zum Essen. Pech gehabt. Ich hab Hunger! Oh. Aber ich nicht. Könnte ich den Teller vielleicht... Könnte ich mir den Teller vielleicht ausleihen? Mein Teller! Mein Teller! Tut mir leid. Das ist Grumps Lieblingsteller, weil er so schön groß ist. Den wird er nicht hergeben. Ich muss weiter. Bis dann, ihr zwei beide. Auf Wiedersehen. Und wenn ich euch einen Pompon gebe? In Ordnung. Damit habe ich einen Pompon an einer Schnur. Und wie seht ihr damit? Ich glaube kaum, dass Sloth hinter dem Ding herlaufen würde. So dämlich ist höchstens Grump. Entschuldigt abermals, junger Herr. Ich kann nicht... Oh, ich dachte, ich... Okay, tut mir leid. Entschuldigt. Oh, ich dachte. Ich glaube kaum, dass Sloth. Hallo, Grump. Du, Menschlein. Ganz recht. Sloth, du und dein Halbbruder, versteht ihr euch nicht gut? Sloth ist doof. Aha. Immer lesen, nie Spaß, nie Sachen kaputt machen. Ihr ist halt mehr der intellektuelle Typ. Sloth gar kein richtiger Kerl. Sloth noch nie eine Freundin. Noch gar nicht? Alter. Das hab ich gehört. Blöd. Blöd. Du musst großen Hunger haben, Grump. Das ist ein sehr, sehr großer Teller, den du da hast. Grump, großen Hunger. Warum bittest du Sloth nicht noch einmal freundlich darum, dass du deinen Teller leer essen darfst? Sloth nicht erlauben. Und Sloth kann Kettenblitze. Er kann sich wehren, meinst du? Und solange er das Buch liest, darfst du eure Hände nicht benutzen? Armer Grump. Mein Sloth. Du bist doch ein cleveres Kerlchen, Grump. Grump? Kann man Sloth nicht dazu bringen, mit dem Lesen aufzuhören? Sloth immer nur lesen, bis Buch zu Ende. Und nichts hält ihn vom Lesen ab? Sloth gerne Cocktails trinken. Ogercocktails. Okay. Aha. Und dann? Er ganz schnell betrunken. Du meinst, er verträgt keinen Alkohol und ist dann zu betrunken, um weiterzulesen? Interessant. Bist du auch so schnell betrunken, Grump? So wie Sloth?
Nein. Grump kann viel mehr trinken als Vizlov. Grump, echter Kerl. Ja. Yeah. Aber ihr teilt euch doch einen Körper. Ja und? Ach, nichts. Wir Halbbrüder. Ich könnte euch einen Ogre-Cocktail machen. Was hältst du davon? Grump mag Bier. Ja schon, aber der Cocktail ist ja vor allem für Zlov. Warum? Damit er betrunken wird. Und dann? Dann kannst du deinen Snack dort wegputzen. Oh, okay. Guter Plan. Was also, macht man dafür? Was gehört alles in einen guten Ogre-Cocktail? Alkohol. Alkohol, okay. Und sonst? Alkohol. Ein Schirmchen. Ein Ogre-Cocktail besteht einfach aus Alkohol? Und Schirmchen. Und was für Alkohol? Wein? Schnaps? Egal, muss tüchtig drehen. Also hochprozentiger Alkohol in einem Glas mit Schirmchen. Raffiniert. Menschlein kann in Höhle suchen. Habt ihr da die Zutaten? Hm. Ich muss los, mein Magen knurrt. Hunger. Ja, dann nehmen wir es mal hier. Da war mal hochprozentiges drin, so viel ist klar. Aber die Krüge sind alle leer. Ich muss woanders Alkohol finden. Das ist doof. Junger Herr, das sind unsere privaten Habseligkeiten. Alle Geräte sind angemeldet. Bitte verlassen Sie unsere Höhle. Sicher, dass Grump hat es mir erlaubt. Menschlein, machen Cocktail für Zlov. Tatsächlich? Was für eine entzückende Überraschung. Ich danke euch recht herzlich. Kein Problem, Dicker. Damit meint er dich? So, dann schauen wir jetzt mal. Nach den Cocktailzutaten. Scheint so eine Art Vorratsschrank zu sein. Ja, dann mach mal auf hier, Mensch. Dass du alles erst kommentieren musst. Ein kleines, buntes Cocktailschirmchen. Wer hätte gedacht, dass es für so etwas in den wilden Landen einen Markt gibt? Ja, das stimmt. Oh. Betrachte den Sack. Ein zugebundener Leinensack. Vermutlich soll der Inhalt vor Vögeln und Ratten geschützt werden. Ja, dann machen wir mal auf. Mal gucken, was drin ist. Nicht. Der Sack ist bis oben mit Äpfeln gefüllt. Hm. Boah. Sie sind alle feucht und angefault. Sie riechen schon vergoren. Ja, dann nehmen wir den mal mit. Da können wir bestimmt den Cocktail draus pressen. Ein Schlauchstück. Über einen Meter lang und alles andere als sauber. Okay. Ich möchte mir lieber nicht vorstellen, wofür die Ogre es verwenden. Das ist der Scheißschlauch. Diese Keule ist fast anderthalb Meter lang und dürfte einen Zentner wiegen. So ein Ding möchte ich nicht auf den Kopf bekommen. Oder sonst wohin. Ah, da oben sind Lars. Ich hätte ein größeres Cocktailglas erwartet. Dieses hier hat menschliche Größe. Ob das reicht, um Zlov betrunken zu machen? Das hoffe ich doch mal. Einstecken. So, schauen wir mal. Kann ich das irgendwie ins Glas pressen? Nein. Die Keule. Keule, spinne ich mit dir? Ich lasse sie hier. Vermutlich könnte ich sie nicht einmal anheben. Okay. Grum. Ein andermal. Zum Gruße, Zlov. Ah, du bist es. Willkommen. Ja, moin. Was liest du denn da? Was genau liest du denn da? Oh, es ist ein wirklich faszinierendes Buch über die neuesten Entwicklungen in der Kettenblitzforschung. Als Magier muss man immer auf dem Laufenden bleiben. Na, logisch. Leider komme ich viel zu selten dazu, in Ruhe zu lesen. Grump hält nicht viel von Bildung. Das heißt, wenn du schon mal Zeit hast? Dann nutze ich sie und lese am liebsten gleich das ganze Buch. Verstehe. Die beide scheint sehr unterschiedlich zu sein. Man kann es sich nicht aussuchen. Und es ist bei zweiköpfigen Ogern auch alles andere als ungewöhnlich, dass beide sehr unterschiedliche Interessen haben. Totschlagen! Ich kann mir vorstellen, dass es häufig Streit gibt. Wir haben unsere Spielregeln. Vormittags bestimmt Grump, was wir tun. Nachmittags bin ich an der Reihe. Ich muss weiter. Bis dann. Es war mir ein ausgesprochenes Vergnügen, mal wieder ein Gespräch zu führen, das sich nicht um Verdauungsprozesse und Totschlagen drehte.
Du bist doof. Okay, schauen wir mal. Wie kriege ich das Zeug jetzt gepresst? Hab ich hier noch was? Nein. Die angefeuerten Äpfel muss ich doch bestimmt irgendwie zu was weiterverarbeiten. Irgendwie muss ich die Oger ablenken und das Essen loswerden. Tja, aber wie machen wir das? Hab ich hier irgendwas gehabt? Kupferkessel. Kupferkessel. 98 Stück. Und einer schöner als der andere. Ich kann gar nicht verstehen, warum es einigen Leuten keinen Spaß machen soll, 98 Mal dasselbe zu tun. Ist beruhigt. Ja, das ist doch voll klasse. Kann ich einen mitnehmen? Nein, natürlich nicht. Ich wollte drin Zeug pressen. Hier vielleicht. In der Gnomenmine? Ich glaube eigentlich auch nicht. Nee. Da war eigentlich auch nichts mehr frei, nee, wo man das hätte machen können. Der Schamane kann mir bestimmt helfen. Hey, Donnerhoof, wegen des Blitztanzes. Oh. Donnerhoof? Hallo, Rindvieh. Der Gute scheint völlig weggetreten zu sein. Ob das an meinen Pilzen liegt? Stimmt. Unbekannte Pilze mit einer Mischung aus verdächtigen Beeren und Lackfarbe anzustreichen und die dann zu rauchen. Das sollte eigentlich nicht schief gehen. Vielleicht hält er auch nur ein Schwatz mit seinen Ahnen. Der kommt schon wieder zu sich. Kann ich die da rein tun? Nein. Den Schlauch? Ah. Okay. Sitzt stramm. Was immer im Topf verdampft, kondensiert im Schlauch und wird durch ihn abgeleitet. Okay, dann öffne den Topf. Schmeiß die Äpfel rein. Oder zerpress sie vorher. Damit sind 50% der Zutaten im Glas. Fehlt nur noch hochprozentiger Alkohol. Ja, ich hab ja was. Ich möchte bitte gerne die Äpfel reinlegen. Mein gehörnter Freund befindet sich auf einer spirituellen Reise, schätze ich. Weit, weit weg. Aber das wird schon wieder. Hoffe ich. Im Sack sind einige Kilo halb verfaulte Äpfel. Oh, es riecht nach vergorenem Saft. Das ist doch genau das, was wir brauchen, verdammt nochmal. Scheint fehlt mir noch irgendwas. Aber was? Ist das gleich mit dem Schirmchen schon da befüllt? Nein. Borglager. Ah, da ist eine Presse, ja natürlich. Hallo. Ich bin gleich soweit zum Kämpfen. Also los. Lecker. Vergorener Apfelsaft. Naja, ich muss ihn ja nicht trinken. Das ist der Gute. Ich lasse die Apfelreste einfach in der Presse. Ich habe, was ich wollte. Okay. Und was haben wir noch im Müllhaufen? Ist da noch was Interessantes? Müll aus allen Teilen der Welt. Wo kommt der ganze Krempel nur her? Tja, das fragen wir uns alle. Ich möchte noch nicht ins Orklager, nein. So. Stippi. So, und jetzt kommt der in den Topf. Na gut. Ah, da kommt was. Und fertig. Die Schüssel ist mit einer fast klaren Flüssigkeit gefüllt. Für einen Ogre-Cocktail dürfte der Alkohol noch nicht konzentriert genug sein. Aber ich kann ihn ja noch einmal destillieren. Schüssel mit Alkohol schwach.
Ja, dann destillieren wir das Ganze nochmal. Und nochmal. Das sieht schon etwas besser aus. Komm, nochmal. Was noch? Das sollte reichen. Meinst du? Ogerstärke. Lieber nicht. Mehr wird's nicht. Okay. Hochprozentiger Alkohol und ein Cocktailschirmchen. Voila, ein Ogre-Cocktail. Ja, da werde ich ja schon vom Geruch betrunken hier. Ist der ganz harte Shit, ha? So, dann auf zu den Ogern, unsere alten Freunde. Entschuldigen Sie bitte, ich habe hier ein Ogre-Cocktail für einen Herrn Sloth. Ja, Sloth war der Name. Hier, schau mal, für dich. Hier habe ich einen Cocktail für dich, Zloff. Mit besten Grüßen von mir und Grump. Oh, danke. Sehr nett. Moment. Ihr wollt mich austricksen, oder? Hm? Ihr wollt mich betrunken machen, damit ich nicht weiterlesen kann. Wer? Aber nie. Würden wir nicht Aber machen, da habt ihr euch geschnitten. Ich werde immer nur winzige Schlucke nehmen. Dann werde ich nicht betrunken und kann weiterlesen. Ah! Ich bin blind! Ups. Dann du fertig gelesen. Nein, ich... Beeindruckend. Ekelerregend, aber beeindruckend. Ich hab immer noch Hunger. Was? Hunger! Grump muss jagen. Okay, Grump muss jagen. Grump. Also gut, versuchen wir es. Na? Da! Bunte Schlange, Kaninchen! Lass es, Grump. Da stimmt doch etwas nicht. Muss nur seine Schale knacken. Ich glaube, der knackt gleich was anderes. Ah! Idiotas. Ein Langhaarkaninchen, ja? Wie kann man nur so blöd sein? Hunger! Geh in die Ecke und schäme dich. Ich lass mir was einfallen. Der Weg ist frei. Plündern wir die Ogerhöhle! Nimm den Schild der Macht mit. Vielen Dank, dass du mich hier rausholst. Ist kein Vergnügen, den ganzen Tag in heißer Bratensoße zu schwimmen. Allerdings ist es auch kein Vergnügen, ständig mit Schwertern und Äxten geschlagen zu werden. Ich hoffe, du bist kein Krieger. Ich? Nein, ich will nur wie einer aussehen. Dann ist Wenn gut. du nur so aussehen willst, ist das kein Problem. Nur nicht kämpfen. Die Feder ist mächtiger als das Schwert. Und tut weniger weh. Apropos Feder. So, wir haben unser legendäres Kriegerset zusammen. Lali, bist du das? Du siehst so neu aus. Und du siehst fettig aus. Marx, dann sind wir ja komplett. Da. Oh, welche Freude. Lasst uns Schädel spalten. Ja, oder nicht. Oder lasst uns schwimmen gehen. Los, Mensch, trau dich was. Klappe halten, und das gilt für alle. Jetzt, wo wir komplett sind, werden sie mich ins Orklager lassen. Ja! Nein! Und ich kann meinen Freund da rausholen. Eine Rettungsmission? Da müssen wir sehr vorsichtig und diplomatisch vorgehen. Ich finde, du solltest dem größten Ork im Lager ins Gesicht spucken. Ich finde, ich habe das alles nicht verdient. Diese heldenhafte Musik, jetzt sind wir soweit. Der Tag ist gekommen, an dem wir auf unsere Rettungsmission aufbrechen, um Wilbur aus dem Orklager zu befreien. So, schauen wir mal. Ich erzähle den Jungs nochmal, dass ich hier das legendäre Kriegerset zusammen habe. Ich lasse die... Okay. Dann halt nicht. Dann gehen wir ins Orklager beim nächsten Mal. Bis dahin, Leute. Tschüssikowski.